Hallo zusammen, ich bin euch noch meinen Swap aus von Onstage aus Wiesbaden schuldig. Und zwar habe ich da so kleine Verpackungen gebastelt. Man kann die entweder mit einem Bändchen verschließen oder ich habe hier auch eins mit einem Magneten gemacht. Und das ist so eine halbrunde Box, habe ich mir ausgedacht. Ich hatte sowas Ähnliches in groß mit Pralinen geschenkt bekommen und es hat mich inspiriert. Und ja, wenn man das aufmacht, dann passt da genau ein Labello rein oder ein, ne, so ein Lippenpflegestift. Darauf habe ich das optimiert, die Größe. Ja. Und man sieht, da ist eine kleine Innenbox, in der der Stift drin ist. Und dann außen kommt die Banderole rum. Wie gesagt, entweder mit Magnet oder man macht einfach ein kleines Bändchen drum, dann hält das Ganze auch. Und wie das jetzt geht, das zeige ich euch in meinem Video. Die Maße schreibe ich hier unten drunter. Es ist echt easy. Ich mache das jetzt heute mal mit Designerpapier. Also für meinen Swap hatte ich einfach flüsterweißes Papier bestempelt. Und hier mit der Stanze was drauf. Du bist einfach wunderbar. Oder hier bei dem habe ich es nur bestempelt. Und innen rein habe ich noch ein kleines... Ups. Da ist auch noch ein Magnet zur Sicherheit. Ein kleines für dich reingestempelt. Also wenn man das Papier selber bestempelt, dann ist man ja völlig frei in dem, was man da drauf macht. Ich nehme jetzt mal der Einfachheit halber nochmal das Designerpapier aus dem Frühjahrskatalog mit den Herzchen. Die Herzchen nehme ich für außen und für die Box innen nehme ich das Papier, wo es egal ist, wie rum es ist. Weil das wird ja dann in verschiedene Seiten gefällt. So, dann legen wir mal los. Also wir brauchen für die Außenseite ein Stück Papier in 20 x 8 cm. Und zwar müsst ihr aufpassen, wenn ihr ein Muster habt, das eine bestimmte Richtung hat, dass das auch in der richtigen Richtung ist. Also breit ist es 8 cm und lang 20. So, dann müssen wir das Füßchen ausklappen. Auf 20 cm. So, ne? Achtet darauf, dass die Herzchen so rum sind, nicht so rum. Okay, das ist für die Außenseite und dann schneide ich auch schon das Stück für die Innenseite zu. Ich muss mal hier auf meinen Spicker gucken. Das ist 10 × 14, da reicht der Reststreifen leider nicht. So, 10 cm. Mal 14 cm. So, das ist das Stück für die Innenseite. Da ist das jetzt egal, wie rum das Muster ist, weil das hier möchte ich nach außen machen. So, die Banderole ist ganz flott gemacht. Und zwar falzt ihr einfach dieses lange Stück bei 8 und bei 12 cm. Ich lege das mal andersrum. So, 8 cm und bei 12 cm. So. Hätte ich besser andersrum gemacht. So. Genau, ne? 8 und bei 12 cm, dass das hier so zwei Streifen hat und dann könnt ihr das umklappen. Dann habt ihr hier ein 4 cm breites Stück, in das gleich der Einsatz kommt. So. Damit das auch ein bisschen netter aussieht und diese Rundung bekommt, gehe ich mit dem Falzbein nochmal darüber. So, und damit das noch netter ist, nehme ich noch die Eckenstanze. Ihr könnt auch das Envelope Punchboard nehmen, das hat auch so eine Eckenabrunder. Stanze dabei und rundet die Ecken noch ab, dann sieht das ein bisschen freundlicher aus. So, damit ist das Außenteil schon fertig. Jetzt nur noch das Innenstück. So, das ist hier ja das 10 x 14 cm Stück und das falzt ihr an der langen Seite bei 3 und bei 11 cm.
Da ist es jetzt einfacher, die 3 cm auf dieser Seite zu nehmen. Dann habt ihr mehr Anlagefläche. Also bei 3. Und dann dreht ihr das um und legt das hier bei 11 cm an. So. Und hier, falls ihr das bei 3 und bei 7 cm, ihr könnt es auch auf jeder Seite bei 3 falzen. Ringsrum sogar bei 3 cm falzen, das ist noch einfacher. Also ich lege es wieder hier bei den 3 cm an, damit das hier mehr Halt hat. Jetzt drehe ich es um, könnte es bei 7 cm hier anlegen oder ich lege einfach die andere Seite auch wieder bei 3 an, das ist noch einfacher. Machen wir das so. Spontane Änderung, einfach auf beiden Seiten bei 3 cm falzen. Ja. Das ist, wenn man sich das selber austüftelt, schreibt man sich das manchmal komisch auf. Und beim Basteln merkt man, geht ja viel einfacher, einfach ringsrum bei 3 cm falzen. Alles klar. Damit man die Falzlinien schon mal sieht, falze ich die ein bisschen nach. So. Fazzi, fazzi. Nun hat das hier so eine leichte Schräge. Die müssen wir jetzt noch von Hand einbauen. Also das ist hier so pyramidenartig. Ich habe es nicht ganz spitz gemacht, damit das noch reinpasst. So, da brauchen wir jetzt was anderes dafür. Und zwar brauchen wir jetzt ein Lineal. Und müssen mal kurz hier Bleistift, Lineal und ein kleines Falzwerkzeug. So. Nun brauchen wir hier 1 cm Abstand. Ich zeige euch das mal an meinem Musterstück. Ich habe hier schon mal ein bisschen vorgeschnippelt. In dem mittleren Teil macht ihr hier einen Abstand zwischen der Falzlinie und hier von 1 cm, einen Punkt, und zieht einen Strich in die Ecke hoch, auf beiden Seiten. Da wird das dann eingeschnitten, wie man schon sieht. Also, ich nehme mal mein Lineal und gehe von jeder Seite von der Falzlinie 1 cm nach innen und auf der anderen Seite auch. Also hier ist die Falzlinie jeweils und da gehe ich 1 cm nach innen, mache eine Markierung und hier auch 1 cm. Und von der Markierung zieht ihr jetzt zu der Ecke, wo sich die Falzlinien treffen, einen Strich. Ich mache das jetzt mal. Es ist ein bisschen schwer zu sehen auf dem Designerpapier, aber ihr versteht das gleich. So. So. Hier 2 Striche. Und auf der anderen Seite genauso. Wieder bei 1 cm markieren. Jetzt voll ins Herz. Und ja, auch bis zu der Kreuzung der Falzstriche. So. Ich schneide das schon mal aus. Ich glaube, das ist dann leichter zu erkennen. Und zwar schneidet ihr jetzt das Überflüssige hier ab. Ihr schneidet jetzt an der markierten Bleistiftlinie ein und das Stück ab. Das brauchen wir nicht mehr. Und auf der anderen Seite genauso. Schneidet das entlang der Bleistiftmarkierung ab. Und das auch, ne? Dass ihr da oben nur noch so eine Lasche habt. Und auf der anderen Seite genauso. So, fast fertig. Und jetzt müssen wir noch mal eine Schräge einbauen, da unten.
zeige das nochmal an meinem Muster, da sieht man das ein bisschen besser. Und zwar hier geht ihr von der Falzlinie 0,5 cm rüber und macht eine Markierung. Und auf der anderen Seite genauso und dann zieht ihr wieder einen Strich bis hoch in die Ecke. Ja, bei 0,5 und dann zieht ihr einen Strich in die Ecke hoch. So, und den könnt ihr jetzt auch schon mit einem Falzwerkzeug falzen, weil das wird nicht abgeschnitten, das wird gefalzt. Aber ihr könnt es auch erstmal mit Bleistift machen, dass man das sieht. Das ist einfacher. So. Und dann geht ihr mit einem Falzwerkzeug da drüber. Und auf der anderen Seite genauso wieder. Das bitte nicht abschneiden. Das bitte nur falzen, ne? Bei 0,5 cm. So. So, falze ich das jetzt schon mal nach, weil das gibt unsere kleine Klebelasche. Ist recht klein, aber das so passt der Lippenstift. Alles ausgetüftelt. So, nun. Jetzt haben wir schon unsere kleine Form. Also hier, das haben wir ja jetzt markiert und ein bisschen angefalzt. Und das knicken wir jetzt um. So, dass wir da so ganz kleine Dreieckchen haben. Und das, da kommt dann Tombow drauf. Und das wird dann so zusammengeklebt. Das macht ihr jetzt mal. Ich kann mit den Nägeln noch ein bisschen nachhelfen. Wenn ihr da den Bleistiftstrich habt, ist das auch eine gute Hilfe zu sehen, wo man das einknickt. So. Okay. Jetzt ein bisschen Tombow drauf. Die Nachbarn machen Mittagsschläfchen, die Rollos werden zugeknallt. Ja, ja. Wenn man draußen dreht, ist es immer ein bisschen aufregend. Aber es ist so schönes Wetter, Leute, ich kann nicht drinnen drehen heute. So. Das macht doch irgendwie Spaß, draußen zu arbeiten, oder? Bei so einem schönen Wetter, wie wir das gerade haben. So. Ein bisschen andrücken, alle vier Ecken. Der Tombow, der hält sehr, sehr gut. Keine Sorge. Ein bisschen klebrige Angelegenheit. So. Und schon ist es fertig. Und jetzt müsst ihr das nur noch da drauf kleben. Ne? Also die vier Ecken sind jetzt dran geklebt hier alle. Und jetzt klebt ihr das nur noch da drauf. Ein bisschen Tombow auf dem Boden. Ihr könnt das auch mit doppelseitigen Klebeband befestigen, wenn euch das lieber ist. Ich habe jetzt hier keins zur Hand. Aber beim Tombow hat man eben den Vorteil, dass man noch so ein bisschen ruckeln kann, wenn was nicht stimmt. Von der Größe hier. So. Und dann sollte alles perfekt sitzen. Ein bisschen festdrücken. So. Und schon ist das Wunderwerk fertig. Jetzt müsst ihr nochmal schauen, dass sich das gut biegt. Dieses Designerpapier hier ist sehr fest, merke ich gerade. Wenn ihr ein anderes nehmt, das ist vielleicht ein bisschen leichter zu biegen. Ich hatte hier einfach normales Flüsterweiß genommen. Nicht den starken Karton, sondern das dünnere. Das ist sehr schön geschmeidig. So, und jetzt könnt ihr das einfach hier übereinander biegen und eine Schleife drum machen und dann hält die Sache. Oder ihr macht vorne einen kleinen Magneten rein, wie ihr möchtet, und noch einen kleinen Spruch drauf und fertig ist die Lippenstiftbox. Ratzfatz, geht eigentlich recht einfach, wenn man weiß wie.
So, und jetzt seid ihr sicher neugierig, was ich noch für Swaps bekommen habe in Wiesbaden. Das zeige ich euch auch noch schnell. Ich habe nicht sehr viel geswappt. Zum einen hatte ich selber nicht so viel dabei und das war alles so aufregend und ein Gewusel und Getue und man war damit beschäftigt, die neuen Produkte anzuschauen und irgendwie bin ich gar nicht groß zum Swappen gekommen. Aber ein paar habe ich dennoch erbeutet. Die zeige ich euch jetzt. So, das ist von der lieben Barbara Wirz. Ein kleiner Kaffeebecher, total süß, mit einer Süßigkeit drin, die es bisher noch überlebt hat. Dann habe ich von meiner Blockhop-Teamkollegin Sigrid Joch von Sigrids Art, habe ich die süßen Kerle hier bekommen. Ich hole es mal raus, dass es nicht so spiegelt. Ein kleiner Anhänger mit Duftballon und eine Rückseite haben die auch noch. Total putzig. Dann habe ich von meiner Teamkollegin Caro von Caros Kreativkram diese tolle Karte bekommen. Sieht total schön aus, auch das Papier und die Farben. Ich versuche es mal aufzufummeln. So, die hat das auch auf ihrem Blog vorgestellt. Ist eine Zauberkarte. Wünsch dir einen tollen Tag. Und ja, mit verschiedenen Fächern. Etwas ganz Raffiniertes. So, dann habe ich noch von einer anderen Demo-Kollegin diese süße Tasche bekommen. Auch ganz putzig, der Inhalt hat nicht überlebt, aber ich guck mal, da ist drin, wie die Dame heißt. Danke, das Sandra Johanning von plötzlichkreativ.com. Vielen Dank, Sandra. Sehr, sehr niedlich. Mit kleinem Magnetverschluss. Und dann habe ich von meiner Blockhop-Teamkollegin Jana hier einen selbstgemachten Ring bekommen. Auch sehr schön. Und von noch einer Blockhop-Teamkollegin, der Barbara von Rosa Mädchen, habe ich hier so ein Wahnsinnswort bekommen. Life won't sparkle unless you do. Einen schönen Block, schön gestaltet. Und dann auch noch diese ganz raffinierte Verpackung. So, ich hole es mal raus. Zack. Gleich weggeschmissen hier. So, mit einem schönen Stift noch drin, passend zu dem Notizblock. Sehr schön, habe ich mich auch sehr drüber gefreut. So, oh, was raffiniert hier. Und vor allem schön in Mädchenrosa. Die nächsten Swaps sind auch rosa. Ich glaube, das ist irgendwie zurzeit meine Farbe. Den hier habe ich von meiner Upline Maxi bekommen. Das, ja, ist ein süßes Duschgel drin oder Badegel, sowas. Auch sehr, sehr schön. Vielen Dank, liebe Maxi. Hat mich auch sehr gefreut. Und dann habe ich noch von meiner Oberablein Silvia Werner, habe ich hier auch noch einen Glücksbringer bekommen. Auch sehr hübsch in rosa verpackt. Da ist ein kleiner Anhänger drin. Ganz toll. Also ich habe nicht viel erbeutet, aber wunderschöne Sachen und ich freue mich über jedes einzelne. Ganz herzlichen Dank nochmal dafür. Ja, dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt viel Spaß beim Nachbasteln. Und es werden demnächst ganz viele Lippenstifte verschenkt. Kann man ja gut brauchen bei dem Wetter, vielleicht auch mit einem kleinen Sonnenschutz drin. Also dann sonnige Grüße aus Hessen, sendet euch eure Nicole. Tschüss!